begrüßen Sie heute hier auf der Bühne des Milowitsch-Theaters. Eine Patin für dieses Lesementorenprojekt hier in Köln ist Marile Milowitsch, die ich ganz herzlich hier auf der Bühne begrüße. Das eine ist, dass man ja ganz sicher so eine Basis, was Bildung und Wissen betrifft, bauen muss, damit da was nachwächst. Es kann ja nicht sein, dass da unten lauter Löcher sind von Menschen, die dann einfach nicht mehr mitkommen. Wurde dann diese Stiftung gegründet, um diese Hilfe, die man in soziale und kulturelle Projekte leitet, besser zu organisieren und konzentrierter sozusagen an den richtigen Ort zu bringen, wo sie am meisten Nutzen stiften kann. So ist die Stiftung entstanden und ihr Zweck. Menschen füreinander und Menschen miteinander. Wir haben gesagt, in besonderer Weise möchten wir diejenigen auszeichnen, die letztlich auch dafür Sorge tragen, dass dieses gesellschaftliche Miteinander gestärkt wird. Suchen wir Projekte und auch Persönlichkeiten, die das eben auch besonders glaubwürdig und man muss schon sagen, an der Front repräsentieren. Das heißt, es muss jemand sein, der also doch einen erheblichen Bekanntheitsgrad hat, und das ist eben bei Frau Milowitsch in besonderem Maße gegeben. Sie ist also weit über das Rheinland hinaus bekannt, aber hier im Rheinland natürlich und insbesondere in Köln. Weil für eine so gute Sache braucht man auch immer ein Gesicht und eine Persönlichkeit zugleich. Und dafür danke ich sehr herzlich, danke aber auch allen anderen, die daran beteiligt sind, die Ideengeber sind und diejenigen, die das auch finanzieren, sehr, sehr herzlich. Schon seit Wochen hingen dem kleinen Berthold die Haare über den Kragen und seine Mutter überlegte sich, wie sie ihn zum Friseur kriegen könnte. Vielen Dank. Das ist der Preis für die Lesementoren Köln. Herzlichen Dank dafür. Dass wir mit dem Geld weiter Lesementoren finden können, die weiter Kindern die Fantasie in ihren Köpfen öffnen können, indem sie Bücher lesen. Weil wenn man das nicht tut, verpasst man wirklich viel. Von Bildung und Wissen will ich gar nicht erst anfangen. Also insofern werde ich immer dabei bleiben und das weiter unterstützen. Dankeschön. Danke für den Preis.